So, hallo. Wir haben Montag, hier ist wieder die Bärbel. Ich bin wieder in meinem Garten. Ich bin um neun bin ich losgelaufen, zu meinem Auto holen, zum Parkplatz, an die Wohnung rangefahren. Hab mein Auto etliches eingeladen. Am Wochenende hab ich mir Haufen zusammengepackt, besser gesagt ausgemistet, was ich heute alles weggeschafft hab. Sperrwerkstoffhof und so weiter, ja. Jetzt haben wir es kurz vorher noch mein Auto waschen. Das war ja total gelb hier im Erzgebirge durch die Fichten. Es sind ja alle Autos gelb, die sehen ja eine Katastrophe aus. So meint es jetzt mal wieder sauber. Bei der Autowaschanlage aber auch eine Schlange. Dann habe ich mein Auto heute getankt. Dann habe ich mir heute etliche Pflanzen noch gekauft, die ich noch haben wollte. Ja, wie spät haben wir es? Nach 12:30. Da kann ich jetzt endlich anfangen. Ich habe ein Regal, das werde ich jetzt hier aufbauen. Da kann ich jetzt meine ganzen Pflanzen, die sind ja in der Erde in Töpfchen, da drauf stellen, da stehen die sicher. Sollte irgendwann, müssen wir hier ganz schön Sturm gehabt haben. Das eine Gestell ist umgefallen. Auch hier vorne ist ein bisschen was umgefallen. Aber passiert ist nichts weiter. So. Jetzt suche ich mal kurz was essen und dann geht's los mit der Arbeit. Um 3 Uhr will ich wieder zu Hause sein. Für morgen habe ich noch ein bisschen was vorzubereiten. Ich habe jetzt noch anzurufen. Na und dann geht das alles so weiter. Tschüss, ich melde mich heute noch ein paar Mal. So, das Regal, was ihr hier seht, das graue, das habe ich mir schon vor ein paar Monaten gekauft. Das habe ich jetzt schnell zusammengesteckt, weil ich heute etliches an Pflanzen gekauft habe, was ich heute gar nicht in die Erde reinbringe, gar nicht einpflanzen kann. Aber in dieses Regal kann ich die Blumentöpfe, die Pflanzen sind ja, Kräuter, hier Gemüsepflanzen sind ja alle in Blumentöpfe drinne. Und da kann ich die wunderbar hier reinstellen. Wenn ich fertig bin, zeige ich es euch nochmal. So, mein Regal habe ich jetzt eingeräumt. Jetzt werde ich vorne hintergehen meine Erde frei machen. Hier unten seht ihr ein Schuppendach. Von da unten kommen hier die ganzen Kletterpflanzen, die hier am Schuppen hoch machen. Die tun meinen ganzen Garten über den Wochen. Ich bin nur über abschneiden. Ihr seht das ja. Überall die scheiß Zweige. Ja, hoffentlich war das nicht.